So, willkommen zurück. Wir hatten uns heute, ich denke mal, hierfür müssen wir erst noch stärker werden von den Karten her. zumindest versuchen wir es später vielleicht nochmal. Ich weiß nicht, ob es da nur Bohnen gibt oder auch Schilde. Wir brauchen ja die Schilde, um an den trimagischen Aufgaben teilnehmen zu können. Und es gibt 38 Stück an der Zahl. Wir besitzen bis jetzt gerade mal 6 Stück, soweit ich das sehe. Richtig. Deswegen. Nun ja, wir werden sehen, ob wir da nochmal reingehen werden. Das finde ich ein bisschen, dass hier nicht dasteht, wie viele Schilde man noch benötigt, bis das freigeschalten wird. Aber gut. Vielleicht einfach nur, wenn wir einmal durch den Wald gerannt sind, haben wir dann die erste trimagische Aufgabe frei. Wir werden sehen, wir gehen auf jeden Fall rein. Gut, und Ron muss mal wieder etwas reicher werden an Böhnchen, weswegen wir das tun. Was haben wir hier? Harry wirkt zwei Flüche gleichzeitig. Leben und ja, von mir aus. Hermine. Magicus Extremus. Kraftwandler. Alle Karten in Hermines Hand werden in Kraftkarten verwandelt. Magicus Extremus nochmal. Ich habe keine Ahnung. Rons Flüche werden mächtiger. Das nehmen wir auf jeden Fall. Kraftleiste wird erweitert. Haben wir keins mit mehr als 10? Nein, haben wir nicht. Okay, und das letzte, das, was auch Herminchen hat. Hagrid führte Harry, Ron und Hermine in den verbotenen Wald. Er wollte ihnen etwas Wichtiges zeigen. Einen ungarischen Hornschwanz. Seit wann führt er alle drei in den Wald? Oh, fliehe aus dem verbotenen Wald. Dieses Geräusch, das klingt wie der Drache. Ja. Er flieht hinterher! Macht doch nichts. Ich frage mich, was es mit den Pilzen auf sich hat. Ich kann die echt nicht. Nun gut. gehen wir mal mutig voran. Freunde, helft ihr mir mal. Ich sehe da schon den Teil eines Schilds. Harry? Danke. Und nun aufpassen, dass wir keinen damit umschubsen. Ronald hat 160 Leben. Jetzt auch nicht mehr. Und Bohnen hat der Gute auch verloren, aber da können wir uns eine zurückholen, wenigstens. Nun gut. Ein Minischildteil. Hier sind bestimmt auch wieder 10 versteckt für einen großen. Schätze ich mal zumindest. Und komm, blaues Böhnchen. Aber wir könnten jetzt schon S drücken. Was ist das? Hört auf, sie mit Flüchen anzugreifen. Der Eiter spritzt sonst raus. Okay, Hermine, okay. Wir müssen sie ausreißen. Und was bringt uns das? Hubotupler schleudern mit. Oh, guckt mal, die gibt es hier auch wieder. Eins von. Auch wieder 5? Ich weiß es nicht. Wieso müssen wir sie. Hermine, gehst du bitte mal. Ah, nein, das war falsch. Entschuldigung. Wir müssen sie ausreißen. Okay. Ah, sehr schön. Nein, 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 du lässt mich in Frieden. Und die Böhnchen sind nun meine. Was? Links von uns und Vorsicht vor seinem Atem? Ach, Harry, spinn nicht so rum. Nein, ich würde gern. Nein, das auch nicht. Über dir. Hallo, dieses Bienennest. Kann man das nicht anzaubern?
Mensch. Ja, Entschuldigung. Ah, ja. Hier stehen wir gut für das Bienennest. War doch klar, wenn das da so auffällig hängt, dass da entweder was Gefährliches drin ist. Ach, Ronald. Dass da entweder A, was Gefährliches drin ist. Herminchen. Ronald, bitte mal umdrehen. Genau. Es wäre schon gut, wenn du sie auch angreifen würdest. Und nochmal, die Bohnen sind meine. Zumindest ein paar. Wir wollen doch Ronald auch mal ein bisschen pimpen mit Karten und so. Hermine hat auch noch 160 Böhnchen. Harry ist mal wieder der Ärmste von allen. Ja, doch. Mach nicht so einen... um Pilze zu zerstören. Aber ich hatte hier... Gibt es hier nicht auch noch irgendwas? Oh. Da ist das so ein Nest. Richtig. So, dann nehmen wir das doch auch noch mit. Ach Mensch, jetzt haben die mir das voll zunichte gemacht, wo ich sagte, ich möchte... ich möchte voll und ganz mit Hermine spielen. Aber nein, das geht jetzt natürlich nicht mehr. Nachdem wir lernen mussten, oder ich... dass diese dämlichen Karten durchaus einen Sinn haben. So, die Pilze sind jetzt erstmal ein bisschen weg. Dann können wir uns dieses Schildteil holen. Gut. Und da sind auch noch so eine Pilze. Oh mein Gott. Das ist auf jeden Fall, hatten wir ja schon gesehen, auch eine Herausforderung von Mad-Eye. Weg, 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 weg. Edgy Badge. Bubotubler schleudern. Ah, der eine fliegt an den anderen. Das ist nicht schön. Sollten wir dann lieber den da ziehen und schleudern. Das war zu weit. Na komm, Ronald, lass das. Der wächst ja schon nach. Das ist auch wieder zu weit. Na los! Ganz ruhig. Mensch. Ja, Geschicklichkeit. Und dann stehen unsere Kollegen uns permanent im Weg. So, ich warte nur mal, dass das kleine Zielfernrohr oder was das ist, erscheint. Jetzt können wir doch hier durch. Das sieht doch gut aus. Ja, unsere zwei Freunde haben natürlich wieder Probleme. Danke, dass du uns den Weg frei machst, kleiner Sumpfkrattler. So, komm mal her. Ach, jetzt hat er sich wieder eingegraben. Kommst du wieder raus? Komm, kleines süßes Ding. Ja, sehr schön. Und die sind gleich viel weniger problematisch, die Biester. Nein, 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 nein. Du wirst unseren Ronald nicht angreifen. So. Ja, mit den Bohnen. Es ist aber schon doof, dass ausgerechnet Ronald die teuersten Karten hat. Also das muss man schon... Das ist blöd gemacht fürs Spiel. So, weg mit dir. Da muss man ja eigentlich mit ihm die ganze Zeit spielen, damit er sich die verdienen kann. Und da ist noch einer. Aber ich finde, wir kommen relativ gut mit den klar mit momentan. Lasst bitte den Stein liegen, sonst muss ich ja wieder Angst haben, dass ihr mir was tut. Okay. Wo sind wir? Habt ihr euch erwischt? Nein, aber das war knapp. Nein, mich hat niemand erwischt. Irgendwann sind die Bezirke bestimmt begehbar. Oder? So, auf nach. Wir können da hochklettern. Ja, Vollhorst. Hier ist ein Kessel. Hermine, wie klingt ein Hornschwanz? Nun. Etwa
Irgendwas in der Art, nehme ich an. Können wir das auf die Dinger? Aber sie wachsen ja nach. Oder können wir hier was zerstören, dass wir dann einfacher... einen einfacheren Zugang haben? Hat's funktioniert? Nein, hat's nicht. Okay, dann doch. Versuchen wir es. Ach so, doch nicht. Wir haben doch vorhin eins getroffen. Komm schon. Ich sehe da doch schon. Oder müssen wir den Baum umschmeißen? Geht das? Nein. Der sah so labede aus. Versuch macht klug, nicht wahr? Gut, dann doch da lang. Sehr geil. Und Ronald. Das will niemand sehen. Mann. Das wollte jetzt echt keiner sehen. So, den Kessel können wir uns noch angucken von hier. Ja, nimmt mir nicht meine Bohnen weg. Und nun, Ronald. Würdest du bitte nicht Orbis? So, sehr schön. Habt ihr auch ein paar Bohnen bekommen? Ja, sieht so aus. Du hechelst wie ein Hund. Aber schön, dass ich erstmal nicht mitkriege, dass mir so ein Ding folgt. Okay. 150 Böhnchen, da haben wir ja bald schon eine Karte zusammen. Was war die billigste, die Ronald haben konnte? War das 150 oder 175? Ich weiß es gerade nicht mehr. Patsch, patsch. Da sind wir runtergekommen. Da sind auch Bubotubler. Oh. Der Bubotubler, Alter. Er reagiert auf das Feuer. Sehr schön, Drachi. Kannst du das bitte hier auch machen? Das wäre total lieb von dir. Wieso kann ich die nicht? Hinten steht ein Kessel. Kommt man da aus irgendeiner anderen Richtung hin? Hermine, was soll denn das? Nein, ich kann die wirklich nicht rausziehen, um sie wegzuschnippen. So ein Mist. Hier kann man auch wieder oben drüber. Okay. Säumen wir dann da drüben irgendwas? Nee, so, Ronald. Kommen die zu mir? Nein, sie schaffen das nicht. Aber allein ums Prinzip gehend. Gut, auf C war das mit Feuerlöschen, ne? Mir leid, Leute, wenn ich etwas vorsichtiger voranschreite. Aber... oh. Das sieht ja gut aus. Ja, du süßes kleines Drachenbaby. Bisschen Böhnchen drin. Aber ich würde sagen... aua, genau. Hermine, kümmerst du dich um den anderen, bitte? Es sind ja noch drei. Ronald, bitte. Abiforce, genau, da hätten wir doch. So können wir das schon mal üben für Moodys Herausforderung. Aber irgendwie... ich weiß nicht, glückt uns das nicht so ganz. Gut, gehen wir weiter.
vorne brennt es auch schon wieder. Drache, wenn wir hier durch wollen, bitte nicht ein neues Feuer hier entzünden, wenn es geht. So, schnell durch. Freunde, kommt ihr? Das ist zu nah dran. Jawohl. Kann der uns auch so treffen, oder? Ach Mist. Das wären dann schon alle Böhnchen. Wieso konnte ich denn jetzt diese Pflanzen nicht rausreißen? Das ärgert mich immer noch ein wenig. Sind wir wieder neue Sumpfkrattler oder können wir uns ums Feuer kümmern? Freunde, macht ihr mal mit? Das wäre wahnsinnig nett von euch. Als Kombizauber ist das doch sicher machbarer. So, durch hier. Was ist das hier? Ein Speicherpunkt? So sehen die zumindest in Secret aus, die Portale. Schnellreiseportale. Was leuchtet? Passiert was, wenn ich hier drauf gehe? Keine Ahnung. Freunde, seid ihr da? So. Und noch einmal? Nein. Geht nicht nochmal. Okay. Auf die, so einem Ding sind wir doch gestartet in den bei den Ländereien von Hogwarts. Drachilein, ich weiß, dass du noch da bist. So. Nein, nicht beißen. Du böses, böses Sumpfkratlerlein. Ein Ronald Weasley wird nicht gebissen. Oh, da sind ja noch welche. Würdest du bitte mal... Nicht Orbis, das ist doch einfach nur so blöd. Ronald. Nicht einfach wild in irgendeine Richtung deinen Zauber schießen. Junge, Junge. So. Geht's nicht weiter, obwohl man da eigentlich hochklettern könnte. Wenn ihr mich fragt. So. Und weiter. Ich sehe es nicht jetzt. Aber ich komme nicht ran. Okay, wenn ich weiter weggehe, sehe ich es nicht mehr. Oh, da ist ein Abgrund. Oh mein Gott. Wieso fühle ich mich hier gerade eingesperrt? Kann mir das mal einer verraten? Na komm schon. Das hat der Drache ja gut hingekriegt. Das ist ganz schön viel an... Freunde, würdet ihr mal mitmachen? Danke. So, durch da, bevor der nochmal Feuer spuckt. Kombizauber. Ja, noch mehr Sumpfkratlerleins. Ronald, nicht auf das Ding. Nein, du lässt mich schön in Ruhe. Oh mein Gott. Die Steuerung ist mir einfach zu hakelig hier. Der schießt in irgendeine Richtung. Der ignoriert andere Feinde, die ihn annahen. Es ist einfach nur doof. Jawohl, einfach doof. Gut. Ich weiß nicht, brauchen wir diese Bubo-Tupler hier gerade? Ich hoffe nicht. Wir können auch noch hier rumlaufen. Was gibt's hier? Da ist die Welt zu Ende. Aber den können wir wieder ziehen zum Beispiel. Ja,
Das ist zu weit. Ach, Mensch, Ronald. Muss ich das Zeitigon loslassen? Ich weiß nicht, wie ich dieses Ziel Dingens steuern kann. So. Und nochmal. Wird das was? Ja, aber eine kleine Stelle von diesen Pilzen haben wir noch. Was ist das für ein Ziel, Dingens? Jetzt